Und der fliegt. Und das sind die ersten zwei Matchbälle für die Österreicher, für Philipp Oswald und für Jürgen Melzer. Der fliegt noch. Einer ist noch da. Und es geht auf die Seite, die bisher aus österreichischer Sicht die einfachere unter Anführungszeichen war. Starke Return. Belehrt uns eines Besseren. Ja. Denis Molchanov mit einem sehr guten Inside-Out-Return. Zwei Matchbälle sind weg. Zittern geht hier noch weiter. 6-3, 7-6, 5-3 Einstand. Und Smirnov, was packt er aus? Was sehr Gutes wieder. Heieiei. Der kostet Nerven, der Typ. Naja, bei ihm kann man wenigstens sagen, es ist keine Riesenüberraschung. Bei Molchanov war es schon eine Überraschung. Den haben wir schon 3-4 Mal gesehen in diesem Match. Vorhand aber Fischer. Ganz egal, ja. Österreich ist nach wie vor mit Break vorn. Jeden Punkt konzentriert spielen. Und dann werden die das zumachen können, die Burschen. Wenn es eng gewesen ist, im zweiten Satz vor allem auch, dann gab es den Aufschlag durch die Mitte bei Molchanov. Auch ja, jetzt. Und auch das haben wir schon öfters gesehen. Sehr, sehr gut serviert durch die Mitte. Tut sich das sehr schwer, Molchanov beim Return. Versucht immer wieder mit dem Vorhandslice zu blocken. Es geht überhaupt nicht auf. Bereits der 15. Breakball war das für die Ukrainer. Keinen davon haben sie verwerten können. Spricht auch für die Österreicher natürlich. Eieiei, der hätte schon ja, weg sein Jürgen können. Hat es nochmal spannend gemacht da vorne. Ist ein bisschen ein misslungener Vorhandwolle gewesen, aber sie passen beide vorne auf und holen sich den nächsten Matchball. Nummer 3 jetzt für die Österreicher. Wo geht der Aufschlag hin? Von Philipp Oswald. Primär hoffentlich einmal ins Feld. Und dann, ich vermute, wieder auf die Vorhand. Ja, diesmal am Körper serviert. Ja, da gibt es natürlich keine Nachsicht da mit dem Gegner, wenn man die Chance hat, da halb hoch, dann geht auch Smirnov natürlich voll drauf. Kein Thema. Naja, ausgegangen von dem sehr, sehr guten Return. Ja. Aber Philipp gezwungen, den Halfvolley zu spielen und dann wird es immer gefährlich, wenn der ein bisschen zu hoch kommt. Dann geht dann der Netzmann meistens durch. Ich glaube, das muss man den beiden nicht sagen. Die wissen ganz genau, was da los ist. Guter Volley von Philipp Oswald. Nicht leicht. Auch da wieder der Redeur nicht schlecht. Smirnov tut sein Möglichstes, um die Ukraine hier im Spiel zu halten. Die Österreicher aber mit dem vierten Matchball jetzt. Thank you.
Und jetzt Jawohl. Ist er weg, bravo. Österreich verkürzt gegen die Ukraine auf 1:2. 6-3, 7-6, 6-3 nach 2 Stunden und 27 Minuten. Kein Break kassiert in 3 Sätzen und die Chancen dann doch genutzt, die sich geboten haben, speziell gegen Molchan.